Im Schatten des Finanzplatzes auf dem Kirchberg kamen die in Luxemburg lebenden Russen und Russlandfreunde zusammen. Botschafter Eduard Malajan begrüßte die Gäste. In seiner anschließenden Rede gab er einen Rück- und Ausblick. Bei leckerem Buffet, vielfältigen Getränken und angenehmer Live-Musik herrschte eine lockere und angeregte Stimmung. Der Empfang ist ein beliebter Treffpunkt, bei dem nicht nur alte Kontakte aufgefrischt, sondern auch so manch neue geknüpft werden. Der Neujahrsempfang der russischen Botschaft hat Spaß gemacht und wird sicher seine Fortsetzung im nächsten Jahr finden. Einige Gäste bewiesen gute Konditionen, sie debattierten deutlich bis über Mitternacht hinaus.